Ja, sieben Chancen ist der Titel und hier ein verstecktes Stilmittel. Nicht nur zeigen sehr durchtrieben, die Würfel hier unten, die Ziffer 7 auf der ganzen Titelkarte sind genau 7 Schriftarten. Nun, Ihr Großvater vermachte Ihnen, lassen Sie mich sehen, er blättert praktisch in Zeitlupe. Der Zwicker fällt dann von der Hupe, Jimmy ist ihm auch nicht böse, doch wieder langsam unruhig und nervös. Da steht, der Enkel bekommen soll er noch. Ja, soll er 7 Millionen Dollar. Ja, könnte Freude größer sein, Ihnen fällt vom Herz ein Riesenstein. Der Anwalt dann den Schlag versetzt, mit den kleinen Wörtchen vorausgesetzt. Er schiebt nach, es ist nichts Arges, wirklich ganz klein. Nur verheiratet müssen Sie sein am Abend des 27. Geburtstages, spätestens bis 7 Uhr. Da war der Alte ziemlich stur. Auf Bills Nachfragen muss Jimmy sagen, mein 27. Geburtstag, liebe Leute, der ist heute. Wozu ist man als Bub Mitglied in einem Club? In den feudalen Hallen wird einer Frau sicher schon gefallen. Bill, der Partner, macht ganz pragmatisch, nimmt einen Zettel schnell zur Hand. Die Damen sitzen gerade zu Tisch. Wie viele von den Frauen sind die bekannt? Bill zählt ab, was Jimmy fand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Chancen allerhand. Also dann, probieren gegenüber studieren. Was soll denn Schlimmes schon passieren? Billy schubst Jimmy ohne Erbarmen zu der ersten von den Damen. Im Gesicht bleich, sagt er sogleich. Ganz allein eine Frau. Ah, schön, na schau, setzen Sie sich, erzählen Sie von Ihren Missetaten. Oh. Er stockt und sagt, wollen Sie mich heiraten? Was? Wollen Sie mich heiraten? Sie beginnt zu gackern. Sein Herz vor Scham beginnt zu flackern. Er wollte es mannhaft überspielen, bis er merkt, dass alle Gäste auf ihn schielen. Und zu seiner Seelenqual lacht mit ihr der ganze Saal. Nun zum Einfall, der vielleicht die Rettung bringt. Wir sehen später noch, ob es gelingt. Den Redaktionsschluss hat Bill gerade noch erwischt und Jimmy unter Meldungen gemischt. Jetzt ist große Schlagzeit von dem Plato, dass der Mann mit dem Krawattel heute heiraten muss. Denn wenn es gelingt, die Heirat viel Millionen bringt. Und wenn er nur erbt, stört es auch nicht, wenn die Braut schier ist oder schlecht riecht. Es reicht der Schleier und der Kleid und die geschätzte Anwesenheit. Broad Street Church, 5 Uhr heute. Als Jimmy endlich in der Kirche ist, ist nur eines ganz gewiss. Als in Röcken wollte er ein Ja-Wort schon entlocken, inklusive einem Schotten. Nun ist er also hier. Frisch geseift, in Ansapanier. Er nimmt den Zylinder ab und schaut, in keiner Ecke sitzt der Braut. Und auch von die Freunde keine Spur. Er ist miert. Es tickt die Uhr. Immer mehr Holde kommen von den Seitenstraßen. Männer am Gehsteig fassungslos vor Neid erblassen. James dreht sich um, es ertönt mit einem Mal, küss mich, mein Gemahl! Neben ihm war er so entsetzt und ab da wird Jimmy sehr gehetzt. Die Bräute öffnen und verzagen ihre große Männerjagd und die Waffen einer Frau kommen in diesem Fall vom Bau. Der Maurer Joe Smith wundert sich über das Griss, die Damen entreißen die Ziege tobend. Er schmeißt euch hier nur noch erstmal Feierabend. Er jetzt rennen will und rennen muss und steht vor ihm ein Hindernis. Er drüber springt und hockt den Kies im Kopf. Sein Ziel, der erste Kuss als Mann und Frau. Mit Geld und Sorgen, er rennt und läuft, als gäb's kein Morgen. Er ist schneller als die Eisenbahn, er schafft es noch, glaubt fest daran. Und da das Tor, vor dem er hat gestanden, wo die Gefühle keine Worte fanden. Doch das gibt's doch nicht, ich werd verrückt. Er hat sich im Frack in den Türen eingezwickt. Schon bald weiß er es besser. Man reicht dem Stuhl den Zeitmesser. So sagt er, als er endlich bei ihr steht, statt Liebesworte nur, ich bin zu spät.